Mittlerweile sind alle aus dem Sommerurlaub zurück. Bayern und Baden-Württemberg sind ja immer die Schlusslichter und einige andere Bundesländer haben bald schon wieder Herbstferien. Dabei ist das System, in dem die Ferien nach den jeweiligen Ernten geplant wurden, eigentlich hinfällig. Denn sind wir mal ehrlich, die Erntehelfer sind ja jetzt eigentlich nicht mehr die eigenen Kinder. Letztes Jahr war ich übrigens in den Sommerferien an der Südküste Schwedens zu Fuß unterwegs. Wirklich wunderschön. Und bei unserer heutigen Filmauswahl bei Anixa führt es uns auch dorthin. Ich stelle Ihnen jetzt einen der 8 Filme und Formate intensiver vor. Der Zauber von St. Bergen ist ein deutscher Fernsehfilm der beliebten Inga Lindström-Reihe aus dem Jahr 2007. Bei einem seiner täglichen Angelausflüge findet Magnus Sigge an der Küste vor St. Bergen am Strand eine bewusstlose Frau. Als die Frau zu sich kommt, kann sie sich an nichts erinnern. Sie kennt weder ihren Namen, noch weiß sie, wo sie zuvor gelebt hat. Natürlich will sie zur Polizei gehen, aber dann schiebt sie diesen Gedanken doch beiseite und beginnt, Gefallen an dem neuen Leben und an Magnus zu finden. Eine nicht unbekannte Story, mal anders umgesetzt. Schöne Bilder und gute Darsteller. Einschalten lohnt sich. Egal ob Herzfilmformat, Krimi, Thriller, Abenteuer oder Action. Auf unserer Streaming-Plattform Anixa werden Sie ab Sonntag wieder fündig. Einfach zu bedienen mit der eigenen Fernbedienung und den farbigen Knöpfen. Sobald das Banner erscheint, drücken Sie einfach gelb oder rot, um über die Mediathek Filme abzurufen. Anixa, der Garant für gute Unterhaltung.